Hallo meine lieben Audis, herzlich willkommen zur neuen Folge und heute reden wir mal kurz über den neuen Smash Bros. DLC für Wii U und 3DS. Der ist jetzt am Wochenende erschienen, nach der Nintendo Direct für Smash, die im Grunde im Rahmen der E3 stattgefunden hat. Und natürlich habe ich auch im Vorfeld, als die Charaktere gespoilert wurden, jede Menge Nachrichten bekommen, dass ich genau einen von diesen Charakteren mir genauer angucken soll, bitte meine Meinung dazu sagen. Und das ist Ryu. Ryu aus dem Street Fighter Franchise hat es, nachdem die Gerüchte ja schon lange hochgekocht haben, endlich in Smash geschafft, gemeinsam mit den Charakteren Roy und Lucas, die im selben Patch eben mitgebracht wurden. Aber ich werde in diesem Video jetzt nur über Ryu reden. Und ganz wichtig ist natürlich auch vorweg, ich bin jetzt nicht der Mega-Smash-Experte. Ich kann das Spiel so ein bisschen, ich spiele Sheik, das ist der einzige Charakter, den ich ein bisschen beherrsche. Ich bin ein reiner Street-Fighter-Spieler. Ich denke mal, darum ist auch für viele Leute interessant zu wissen, was ich über Ryu denke in diesem Spiel. Zuerst einmal, wenn ihr den Trailer sehen wollt den gesamten Direct, in dem Ryu angekündigt wurde, dann klickt einfach unten in die Videobeschreibung, da habe ich es verlinkt. Im Hintergrund hier läuft ein bisschen Material aus dem Livestream, den ich gemacht habe zu Ryu direkt nach dem Release, nämlich meine ersten Reaktionen gezeigt habe und eben den Charakter mal so ein bisschen auf den Zahn gefühlt habe. Ja, zum einen mal, gleich vorweg, ich finde es sehr gut, dass Ryu in diese eingebaut wurde in Smash oder eingebracht, und ich bin überrascht, wie gut das gelöst wurde. Ryu ist ganz anders als jeder andere Smash-Charakter. Das liegt schon einmal daran, dass er verschieden starke Moves hat. Also Ryu hat nicht nur zum Beispiel einen neutralen Angriff und einen Seitenangriff und einen Untenangriff, also nicht nur Tilts, wie man als Smash-Spieler sagt, sondern auch starke und leichte Versionen davon, weil Ryu hat starke und leichte und mittlere Moves in Street Fighter. Dementsprechend auch seine Special Moves, die er auf B hat, zum Beispiel seinen Hadoken oder seinen Shoryuken, davon hat er verschieden starke Varianten. Und diese Varianten löst man aus, indem man den Button entweder antippt oder länger gedrückt hält. Dadurch werden eben verschiedene Versionen ausgelöst. Und das andere, was sehr cool ist, Ryu hat die Kommandos für die Steuerungseingaben von seinen Moves aus dem Originalspiel übernommen. Das heißt, man kann einen Hadoken nicht nur mit einfach neutral B machen, sondern auch zum Beispiel mit einem Viertelkreis zum Gegner nach vorne und dann einen Knopf, das kann dann jeder sein, A, B oder Z. Und das hat er für alle seine Moves, und wenn man den Move über diese Eingaben eingibt, haben sie einen kleinen Vorteil, also irgendwelche besseren Sachen. Zum Beispiel mehr Damage oder längere Unverwundbarkeit oder der Move erholt schneller nach dem Benutzen. Und er hat sogar einen Move, den man nur nutzen kann, wenn man ihn selber eingibt, und zwar den Red Fireball, den EX Hadoken oder den, ich glaube irgendwie, Zanzu, keine Ahnung, schlag mich tot. Das ist ein Halbkreis nach vorne und dann ein Button. Und ich habe ein bisschen mit diesen Sachen rumexperimentiert und habe herausgefunden, dass man ein bisschen auch Shortcuts herausgefunden für die Moves. Zum Beispiel kann man ein Shoryuken eingeben, indem man vorne, unten, unten, vorne drückt zum Beispiel, was eben auch in Street Fighter 4 funktioniert. Ich habe eben so ein paar Kleinigkeiten entdeckt mit Ryu, aber darüber will ich gar nicht reden. Wenn ihr das sehen wollt, da könnt ihr auf meinen Twitch-Kanal gehen und euch den Pass-Broadcast angucken, solange er verfügbar ist. Und ja, meine Meinung. Ich bin fasziniert, wie er umgesetzt wurde. Ryu ist in meinen Augen ganz grandios und mit sehr viel Liebe in das Spiel gepackt worden. Das wurde nicht sozusagen jetzt, okay, wir machen Ryu und packen ihn rein. Nein, das ist smart. Da sind clevere Sachen dabei, wie zum Beispiel sein Down-Special ist, sein Fokusangriff, den man aufladen kann. Und der hat nicht nur bei Street Fighter 4 einen Hit-Armor, also einen Super-Armor-Hit, sondern auch bei Smash Bros. Und man kann mit einem Dash nach vorne diesen Move bei Street Fighter abbrechen und kann man auch hier. Es sind viele Moves dabei, die so ein bisschen auch sehr retro sind, wie zum Beispiel Moves aus Street Fighter 3. Zum Beispiel sein Forward Smash ist der Donkey Kick aus Street Fighter 3, den er auch in anderen Versionen hat, aber daher kennt man ihn primär. Und ja, er ist sehr technisch. Also das ist, was mir aufgefallen ist. Es ist sicherlich kein Charakter, den man als Anfänger aufpickt und dann sofort damit klarkommt. Ich glaube aber, dass er sehr viel Potenzial nach oben hat. Paar große Smasher sagen, er wäre sehr gut. Ich persönlich finde noch, dass seine Mobilität zu gering ist, um richtig top zu sein im Game, weil auf hoher Turnierebene sind vor allem die Charaktere stark, die eben starke Mobilität haben, wie eben zum Beispiel Sheik, wie Zero Suit Samus, wie Diddy Kong damals. Da weiß ich nicht, wie gut Ryu da in dem Bereich sein wird, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, ihn zu spielen. Ist aber wirklich Arbeit, also das habe ich auf jeden Fall sofort gemerkt.
Kombos gehen nicht ganz, sehr kombolastig am Boden, aber das ist eben nicht die Art von Charakter, die ich spielen möchte. Bei Smash, da möchte ich eher so Charakter haben, die die Luft dominieren. Ryu hat auch in der Luft so ein paar Tools, die sehr gut sind, wie zum Beispiel sein Feuerball, den du in der Luft werfen kann, oder sein Forward Air. Aber alles in allem will man mit Ryu auf dem Boden kämpfen und dann kann man auch sehr krasse Kombos machen. Zum Beispiel kann man aus seinem Fokusangriff dann Down-Tilt, Up-Tilt und dann Jab-Kombo drücken. Er ist darauf aufgebaut, dass er sich eben sehr Street Fighterig anfühlt, auch in seinen Kombos. Man kann auch die ganz normalen Street Fighter Kombos machen, wie Jumping Medium Kick im Endeffekt, Crouching Medium Kick, Hadouken. Was hier sich übersetzt würde in Front Air, harter Down-Tilt und dann Hadouken. Und ich frage mich, ob diese Mechanik von harten und leichten Tilts jetzt auch allgemein mehr übernommen wird. Ich hoffe mal nicht, weil es ist für diesen Charakter cool, weil es eben passt, aber es wäre in meinen Augen eine Mechanik, die zu komplex ist, um sie voll auszuschöpfen und von daher in meinen Augen nicht dringend nötig. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass es haben auch schon Leute geschrieben, zum Beispiel Dalukart habe ich angeschrieben, gibt es eigentlich einen Fightstick für die Wii U, dass man jetzt im Grunde Smash mit einem Fightstick spielen könnte, was dann Ryu voll cool machen würde. Und dann habe ich gemeint, natürlich gibt es das. Es gibt, glaube ich, einen Fightstick, der für Tekken Tag Tournament 2 entwickelt wurde, aber es gibt auf jeden Fall den Mad Cats SE für die Wii, die man benutzen kann, aber es ist vollkommen unrelevant, weil die Fightsticks nutzen digitale Inputs, heißt sozusagen wie ein Steuerkreuz, und Smash braucht analoge Inputs, sonst funktioniert Smash nicht, weil man muss einen Analogstick benutzen und es gibt ja verschiedene G-Varianten, so man könnte theoretisch nur sprinten, man könnte keine Tilts benutzen mit dem Arcade-Stick. Genau, aber meine Meinung zu Ryu ist großartig, wie angekündigt wurde. Schön, wie viel Liebe in alles gepackt wurde, in seine Stage, in seine Musik, in seine Key Artworks. Und ich bin froh drum, ich bin echt happy. Ich hätte nicht erwartet, dass es so großartig wird, wenn Ryu dann mal den Weg in Smash findet. Ist ein toller Charakter, macht sehr viel Spaß zu spielen. Ich muss aber noch viel Arbeit reinstecken, bis ich auch ihn nur ansatzweise benutzen kann. Was aber auch daran liegen kann, dass ich natürlich ein bisschen hohe Ansprüche an mich selber, was das angeht, und natürlich auch nicht der Smash-Experte bin. So, das war's von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, holt euch ein gehörtes High-Five ab, klatsch und bis dann, bye-bye.